Corinne Scherrer, wenn man dahinter schaut, man hat das Gefühl, es nimmt kein Ende mehr. Es kommen immer mehr und mehr Demonstranten. Wie viele haben heute an der Kundgebung zur Lohngleichheit mit teilgenommen? Was ist so die erste Einschätzung? Ja, also es sind Tausende von Leuten, es sind sehr viele gekommen, sehr viele Frauen, aber auch viele solidarische Männer. Also ich denke, weit über 10'000, wir werden, wir Leute sind am Zählen, wir werden es sehen, vielleicht sogar 15'000. Auf jeden Fall sehr viel und das ist sehr wichtig, also es wird hier ein sehr starkes Zeichen gesetzt für Gleichstellung. Sie haben es jetzt gerade gesagt, für Gleichstellung. Gleichzeitig geht es heute aber auch um Solidarität mit den Migrantinnen. Wieso sind die zwei Themen durchmischt worden? Also wir demonstrieren hier heute für Lohngleichheit, weil am Montag tut der Nationalrat das diskutieren und wir wollen endlich ein gutes Gesetz. Und gleichzeitig ist es aber auch gegen jegliche Art von Diskriminierung. Migrantinnen sind meistens doppelt diskriminiert als Frauen, aber auch, weil sie von anderen Ländern kommen und anderen Kulturen. Und wir wollen, dass alle gleiche Rechte haben, unabhängig von wo man herkommt, von Religion, von Kultur oder was man für eine sexuelle Orientierung hat. Alle Frauen sollen die gleichen Rechte haben. Männer und Frauen sollen wirklich die gleichen Rechte haben und gleichgestellt sein. Und eben genau um das geht es auch in der Lohngleichheit. Seit 37 Jahren wird die gefordert. Corinne Scherrer, wieso verdienen Frauen heute immer noch weniger als Männer? Wo klemmt es? Wieso funktioniert das nicht? Ja, es ist so, dass ganz offensichtlich wird die Arbeit der Frauen, wenn es die gleiche Arbeit ist, als weniger eingeschätzt. Und darum zahlt man den Frauen weniger. Und das heisst auch, dass man die Frauen anders beurteilt. Und ich glaube, es hat einen starken Zusammenhang auch damit, dass einfach immer noch die Männer so die Ernährer sind von der Familie und die Frauen zuverdienende, wobei das ja überhaupt nicht stimmt heutzutage. Und sowieso ist es wichtig, dass die Frauen ökonomisch unabhängig sein können und ihr Leben selber verdienen und selber ihre Existenz sichern können. Und ihr Leben, das sie gerne leben wollen, nicht unter der Knute eines Mannes, sondern ein eigenständiges, unabhängiges Leben. Und was fordern Sie jetzt konkret für Massnahmen, dass eben die Lohngleichheit gewährleistet werden kann? Wir wollen, dass das Gleichstellungsgesetz geändert wird. Das diskutiert der Nationalrat am Montag. Er hat die Chance, das Gesetz zu ändern, sodass im Gesetz vorgeschrieben wird, dass alle Arbeitgeber in allen Betrieben müssen die Löhne überprüfen, Lohnkontrollen machen und nachher die Frauenlöhne endlich anpassen, damit die Frauen endlich gleich viel verdienen wie die Männer. Und wenn die Arbeitgeber das nicht machen, dann muss im Gesetz Sanktionen geben, das heisst grosse, saftige Busse, damit es sich nicht lohnt, auf Kosten der Frauen Gewinne zu machen. Weil darum geht es auch, wenn man den Frauen weniger Lohn zahlt, dann hat man mehr Profit und mehr Gewinne. Und das ist einfach zutiefst unanständig. Sie haben jetzt gerade die Lohnkontrollen angesprochen. Das ist ein Argument der Gegner, dass es einfach einen grossen Aufwand wäre, um das so durchzuführen. Was sagen Sie dazu? Das stimmt nicht. Es gibt ein gutes Instrument, eine gute Methode, das zu machen, bewährt. Es geht für grosse Unternehmen geht rund 2 Tage, das zu machen. Es ist ein Excel-Programm, wo man die Lohndaten einfüttert. Es ist machbar, es ist nicht kompliziert. Und wie gesagt, das Modell gibt es schon seit 2006 gut bewährt. Wie kann ich denn als Frau überprüfen, ob ich auch davon betroffen bin, ob meine männlichen Arbeitskollegen mehr verdienen als ich? Die einzige Art, wie man das überprüfen oder angehen kann, ist, dass man seine Kollegen fragt, was sie verdienen und nachher vergleicht. Und wenn man sieht, dass es ein Unterschied ist für die gleiche Arbeit, dass man dann zum Chef geht und sagt, das stimmt etwas nicht, könnt ihr bitte die Löhne anschauen. Es ist aber für eine Frau nicht ganz einfach, das zu machen, vielleicht auch nicht für einen Kollegen, wenn man das eben individuell muss machen. Und es ist ein Recht, das in der Verfassung steht. Und es ist klar vorgesehen im Gesetz, dass die Arbeitgeber müssen für die Lohngleichheit sorgen und nicht jede Frau für sich. Und es ist eine Zumutung, wenn jede Frau das selber machen muss. Es braucht viel Mut. Und jede Lohnklage, die wir gemacht haben, dauert ewig. Es braucht enorm viel Zeit. Es ist eine grosse Belastung. Und alle Frauen, die ich kenne, die arbeiten auch nicht mehr jetzt bei dem gleichen Arbeitgeber, weil der Druck ist einfach zu hoch, weil man den eigenen Chef einklagen muss. Das kann es ja nicht sein. Es ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht, ein Frauenrecht. Frauenrecht sind auch Menschenrecht. Und darum kann es nicht sein, dass jede Frau einzeln dafür sorgen muss. Und darum muss der Nationalrat am Montag das Gesetz jetzt endlich griffig machen.
Aber eben über Löhne reden, das ist jetzt nicht so am Schweizer sein Ding. Müssen wir da Gesellschaft auch einfach offener werden? Ja, es wäre sicher gut, wenn wir mehr über die Löhne reden würden. Es würde helfen, vor allem das Verständnis zu schaffen, dass es Unterschiede gibt. Und das Verständnis zu schaffen für gerechte Löhne. Es ist immer ganz wichtig in jedem Betrieb, dass die Löhne so sind, dass die Leute es als gerecht empfinden. Sonst gibt es Unruhe im Betrieb. Von dem her, ja, das wäre gut. Es ist ein grosses Tabu in der Schweiz. Es ist auch in anderen europäischen Ländern eher ein Tabu. Aber es gibt zum Beispiel in Österreich, muss man in den Inserat verstellen, muss man den Lohn angeben. Das haben sie auch gemacht, damit man eben die Lohnungleichheit angehen kann. Das wäre doch auch ein gutes Modell für die Schweiz. In jedem Inserat den Lohn angeben. Und dann weiss man genau, mit was man rechnen kann. Und dann gibt es auch nicht so, die einen machen eine sättige Lohnverhandlung und die Frauen sind dann bescheidener und verlangen weniger. Dann wäre es eigentlich klar vom Tisch und transparent. Und sowieso sollte man ein Lohnsystem haben, das klar ist und die Leute nachvollziehen können. Wir haben das zum Beispiel, Gewerkschaftsunion, haben wir ein Lohnsystem, wo man genau weiss, was man verdient für welchen Job. Und das hat sich bewährt? Hat das noch nie irgendwie so Unstimmigkeiten gegeben im Team? Vielleicht auch, wenn man weiss, wie viel das Arbeitsgespönli verdient? Nein, das hat sich bewährt und wir machen auch regelmässig, jedes Jahr machen wir die Lohnüberprüfung, die Lohnkontrolle bei uns selber. Und wir haben jetzt eine Lohndifferenz von 0. Wir hatten früher etwas über 3% gehabt. Und dann haben wir hergeschaut, unser Lohnsystem angepasst und jetzt sind wir voll gerecht. Und wir tun das jedes Jahr wieder überprüfen und so sollen es doch alle anderen Arbeitgeber auch machen. Die Uni hat auch über 1000 Angestellte. Und trotzdem können wir das tiptop machen, das ist überhaupt kein Problem. Und wir machen es jedes Jahr. Von den Betrieben verlangen wir das nur alle 4 Jahre. Da sind wir eigentlich sehr kulant. Eigentlich müssen wir es jedes Jahr machen. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund wieder Fahnen durchlaufen. Die Leute schwingen Fahnen, sind Kleber auch, wo draufsteht Lohngleichheit jetzt. Also es wird gefordert, dass die jetzt eingeführt wird. Ab wann ist es wirklich realistisch, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen? Sobald der Nationalrat das Gesetz ändert und es dann eingeführt wird auf nächstes Jahr und nachher Kontrollen durchgeführt werden nächstes Jahr und die Löhne angepasst werden, dann wäre das voll in 2 Jahren möglich. Es braucht einfach das Commitment der Arbeitgeber. Und die Arbeitgeber, die es nicht machen, die sich nicht an das Gesetz halten, die müssen bestraft werden. Das ist ganz wichtig. Es ist so, wie wenn ich bei Rot über die Ampel fahre mit dem Velo, dann werde ich auch gebüßt. Und das geht nicht, ich halte das Gesetz nicht ein, es ist auch gefährlich, es ist nicht gut. Und genau das Gleiche muss man machen bei der Lohngleichheit. Ich sehe nicht ein, warum das ausgerechnet bei der Lohngleichheit, die alle Frauen in der Schweiz betrifft, es keine Busse geben soll, wenn man das nicht einhält. Das gibt es doch einfach nicht. Mit der heutigen Demonstration, wenn die den Druck auf den Nationalrat erhöhen, dass die Lohngleichheit endlich durchgesetzt wird, wenn jetzt das nicht ausreicht, das wäre der nächste Schritt. Wir sind schon dran, einen Frauenstreik vorzubereiten, weil entweder wird die Lohngleichheit jetzt endlich beschlossen mit einem griffigen oder umgesetzt mit einem griffigen Gesetz. Da ist es sehr gut. Wenn nicht, dann sind wir schon in der Vorbereitung auf die nächste Mobilisierung. Das wäre der Frauenstreik am 14. Juni 2019. Aber wir werden den Streik sowieso durchführen. Ganz viele junge Frauen haben einfach genug. Sie haben auch genug, dass sie immer angemacht werden, im Ausgang blöde Sprüche gemacht werden, dass sie sich aber auch müssen fürchten, Angst müssen haben vor Angriffen, so wie der Fall zeigt in Genf, wo 5 Frauen einfach sind verprügelt worden auf offener Straße. Das ist eine starke Diskriminierung, eine starke Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen. Und davon gibt es noch 1000 andere mehr. Es gibt auch Forderungen nach einem höheren Frauenrentenalter. Das wollen wir auch auf keinen Fall. Es gibt auch Forderungen, dass wir jetzt noch länger und flexibler arbeiten sollten. Auch das wollen wir auf keinen Fall. Wir haben sehr ein sehr bürgerliches Rechtsparlament mit grauen, alten Männern, die einfach über uns Frauen hinweg bestimmen, über unsere Köpfe. Und da wollen wir sagen, wir stopp. Und wir sind bereit zu streiken. Und wenn wir unsere Arbeit nicht mehr machen, bei der Arbeit, aber auch daheim, dann steht die Schweiz still. Und das werden wir zeigen am 14. Juni 2019.